Willkommen zu meinem Screencast zur imperativen Programmierung in OCaml. Richtig? Heute gibt es mal nicht funktionale Programmierung, sondern imperative, aber immer noch OCaml. Es gibt viele Programmierkonzepte in OCaml, die nicht nur funktional sind, sondern imperativ. Ich liste die mal auf, nur so, damit man einen Überblick bekommt. Exceptions, dann die Referenzen sind imperativ. Mutable Records, eigentlich nur Mutable Record Fields. Arrays sind imperativ. Schleifen. Und Klassen. Ich werde hier diese Konzepte alle so ungefähr erklären, nur bei den Klassen wird es vermutlich nicht sehr detailliert ausfallen, weil die ein ganz eigenes Programmierkonzept nahelegen, nämlich die objektorientierte Programmierung. Und da kann man wahrscheinlich, was weiß ich, wie viele Screencasts drüber machen, da reicht einer nicht aus. So, angefangen wird mit den Exceptions. Übersetzt heißt das Ausnahme, Exception, Ausnahme. Und das ist in früheren Screencasts schon aufgetreten, zum Beispiel bei der Division durch 0. Da sieht man Exception, Division by 0. Exceptions treten auch auf, wenn man Pattern Matching benutzt, ohne alle Fälle abzufangen. Zum Beispiel folgendes. Wir matchen die leere Liste mit irgendwas, was nicht leer ist und machen dann irgendwas und das ist alles, was wir machen. Dann gibt es erstens eine Warning, die wird die wird beim Kompilieren erstellt. Das heißt, selbst wenn wir das jetzt nicht ausgeführt hätten, wäre diese Warnung gekommen. Und beim Ausführen tritt der Fall auf, dass die leere Liste reinkommt, aber sie wird nicht abgefangen. Und dann gibt es eine Exception, die Match Failure heißt. Auch schön mit Zeilen- und Spaltenangabe im Quellcode, also in dieser Zeile. Hilft in dem Fall nicht viel. Auf jeden Fall kommt da auch eine Exception raus. Exceptions sind Seiteneffekte. Eine Funktion, die beispielsweise Strings auf Strings abbildet, kann nicht nur einen String zurückliefern, wenn ein String als Argument angegeben wird, sondern sie kann auch eine Exception werfen. Also sowas kennt man ja, eine Funktion, die String auf String abbildet. Mal ein ganz altes Beispiel, die Identität. Wenn man da was reinwirft, dann kommt auch wieder ein String raus. Aber man kann eben auch eine Exception werfen. Zum Beispiel, ja, werfen wir mal explizit die Match Failure. Raise Match Failure. Was braucht die? Ein String und dann irgendwelche Angaben. Und da muss man richtig klammern, was ich immer wieder vergesse. Und dann wird die Exception ausgelöst. Und man bekommt sie zu sehen, sobald dieser Term ausgewertet wird. Das war jetzt ein bisschen zu früh. Wenn man hier noch einen Parameter reingibt, dann wird sie erstmal nicht ausgelöst. Und erst wenn man F aufruft, dann kommt die Match Failure. Weil erst wenn das Argument ankommt, wird das Race ausgewertet. Also, das ist jetzt ein bisschen doof, ein bisschen weit weg von der mathematischen Welt, weil Funktionen nicht mehr das eine aufs andere abbilden, sondern sie können eben auch einfach sagen, ich schlage jetzt mal fehl. Okay, wie man Exceptions explizit wirft, habe ich gerade gezeigt mit Race. Ich kann nochmal eine andere Exception werfen. Failure zum Beispiel. Die gibt es vermutlich auch schon eingebaut. Ja, dann wird hier direkt Failure geworfen. Für das hier gibt es auch eine Abkürzung für das Race Failure. Das heißt Fail with.
Mach genau das Gleiche. Jetzt kann man aber mit diesen Ausnahmen noch was anderes machen. Man kann sie nämlich fangen. Das heißt, man kann die Ausnahmen behandeln. Schreiben wir mal eine Division. Die soll nichts machen, außer String of int von x durch y zurückliefern. Wenn wir also 1 durch 2 teilen, kommt der String 0 raus, weil gerundet wird zur 0 hin. 4 durch 2 gibt 2 und so weiter. Aber wenn wir durch 0 teilen, kommt eben diese dumme Exception raus. Und was kann man dagegen machen? Natürlich könnte man hier explizit fragen, if y gleich 0. Das habe ich schon irgendwann in der Vergangenheit mal gemacht. Aber als Alternative kann man Folgendes machen. Man kann diese Exception abfangen. Also, das macht man mit try. Dann kommt der Wert, der im Normalfall rauskommt, also String of int von x durch y. Und zu jedem try gehört in OCaml with. Dann kommt die Exception, die man abfangen will. Und das war hier division by zero. Das ist ein Pattern, was hier kommt. Also das hier, was ich jetzt hier hinschreibe, ist ein Pattern. Wenn man alle Exceptions abfangen will, kann man hier ein Wildcard hinschreiben. Und das wird dann gefangen und man kann einen neuen Wert zurückliefern. Zum Beispiel sowas wie es wurde durch 0 geteilt. Wenn man jetzt durch 0 teilt, kommt der String, es wurde durch 0 geteilt. Und ansonsten kommt immer das Ergebnis in den String. Ein paar vordefinierte Exceptions waren jetzt Failure, Division by Zero und die Match Failure, genau. Man kann sich selbst seine eigenen Exceptions auch definieren, indem man Exception hinschreibt. Exception foo of int. Und dann gibt man hier so eine Konstruktordeklaration wie bei induktiven Datentypen an. Funktioniert. Und dann kann man sie werfen. Foo 42. So viel erstmal zu Ausnahmen. Wie gesagt, die Ausnahmen durchbrechen das funktionale Programmierkonzept, da Funktionen durch sie weniger wie mathematische Funktionen arbeiten, denn mathematische Funktionen werfen keine Ausnahmen. Okay, jetzt zu den nächsten imperativen Programmierkonzepten. Um die zu verstehen, denke man sich erstmal einen Typ Welt. Also, oder auf Englisch World. Und Werte dieses Typs sollen jetzt alle Zustände sein, die die Welt annehmen kann. Das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, deswegen vielleicht mal eine etwas einfachere Vorstellung. Die Werte dieses Typs sollen alle Zustände sein, welche die Bits und Bytes des Rechners annehmen können. Also die Welt ist jetzt mal unser Rechner. Um die Welt funktional verändern zu können, müsste man sowas schreiben wie transform oder so vom Typ world nach world. Also von eine Welt kommt rein, eine Welt kommt raus. Das wäre dann so eine Welttransformation. Dabei gibt es ein Problem. Nämlich, angenommen, so eine Transformation kriegt die Welt rein als Argument und sagt dann, let w ist gleich, nee, sagen wir was anderes, let p gleich w. Dann wird hier die Welt kopiert. Und das ist unpraktisch, denn es gibt nur eine Welt. Beziehungsweise, wenn man einen Rechner hat und W den kompletten Rechnerzustand beschreiben sollte,
dann müsste, damit man das verdoppeln kann, den Rechner verdoppeln. Aber das wird teuer. Das heißt, man bräuchte irgendwie eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass dieses W niemals kopiert wird. Ein Weg, um dieses Kopieren zu unterbinden, sind Uniqueness-Types. Die gibt's in der Programmiersprache Clean, aber leider nicht in OCaml. Ein anderer Weg wäre, dass man einen Typ IO einführt, der dann sowas wie Welt wird abgebildet auf Welt darstellt. Nur, dass man dann eben das nicht als Typabkürzung versteht, sondern dass man für diesen Typ IO nur ganz bestimmte Funktionen bereitstellt, die mit diesem Typ umgehen. Das ist ein Weg, den hat Haskell beschritten mit seiner IO-Monade und wieder mal nicht OCaml. Bei einer OCaml läuft das eher traditionell ab. Und zwar, die Welt ist immer da, sie kann immer verändert werden und sie taucht niemals explizit im Typ auf. Das heißt, die Typen ignorieren einfach, dass es eine Welt gibt. Nochmal kurz, jede Funktion kann jederzeit alles, was veränderbar ist, auch verändern, wenn sie das will. Das heißt, wenn der Programmierer das will, kann er eine Funktion schreiben, die die Welt verändert, so wie es ihm passt. Das ist nicht unbedingt schön, weil man immer den Zustand der Welt beim Programmieren mit im Kopf haben muss und die Typen geben einem keine Auskunft mehr darüber, ob jetzt etwas von der Welt verändert wird. Wenn man Programme nur funktional schreibt, dann muss man sich nur um die Funktion kümmern und nicht noch um den ganzen Zustand. So, und dann in OCaml bekommt dann eine Welttransformation, die ich vorhin so hingeschrieben habe, die bekommt dann folgenden Typ: Unit. Das bedeutet kein Argument. Die Welt ist ja immer da und auch kein wirkliches Ergebnis, denn der einzige Wert von Unit ist das hier. Und dieses Ergebnis enthält keinerlei Information. Das ist genauso gut, wie wenn diese Funktion gar kein Ergebnis hätte. Und diese Transformation kann eben die ganze Welt verändern, obwohl im Typ nichts steht davon, was verändert wird. Und was sind nun die veränderlichen Sachen in OCaml? Das erste, was ich behandle, sind Referenzen. Referenzen sind veränderlich. Referenzen kann man definieren mit ref. Let r gleich ref und jetzt meine Referenz auf eine ganze Zahl 0. Man sieht den Typ int ref. Typkonstruktoren werden nachgestellt, deswegen steht im Typ das Ref nach dem Int, während in der Konstruktion da oben, in der Definition meine ich, das Ref vorgestellt wird. Vorangestellt. Auf den Inhalt dieser Referenz kann man wieder zugreifen mit dem Ausrufezeichen, das ist die Dereferenzierung. Das heißt, während R alleine eine Referenz ist, das Ausrufezeichen R der Inhalt der Referenz. Hier steht Contents für Inhalte. Das ist nur die Null. Und wie verändert man das jetzt? Mit einem Update. Das geht so. R ist ab jetzt 42. Danach sieht R anders aus. Es ist 42 drin. Wenn man dereferenziert, kommt auch 42 raus. Und das hier ist keine Definition, das ist so eine Weltveränderung. Es wurde nichts neu definiert und trotzdem kommt für Ausrufezeichen R was anderes hier später was anderes raus als vorher. So, jetzt möchte ich nochmal den Unterschied zwischen Referenzen und Definitionen aufzeigen.
also zwischen Referenz-Updates und Definition. Nenne ich mal x, so 23. Und jetzt baue ich eine Funktion f, die nimmt als Argument Unit, also einfach irgendwas ohne Information. Und das gibt x zurück. Wenn ich jetzt f auswerte, kommt 23 raus. Jetzt definiere ich ein neues x, 42, und f kommt immer noch 23 raus. Und zwar, weil das hier ein völlig neues x ist, was mit dem x da oben eigentlich nichts zu tun hat. Dieses x hier heißt halt nur zufällig gleich und versteckt dadurch die alte Definition, weil man danach nicht mehr das alte x benutzen kann. Aber da f schon definiert wurde, als das alte x noch sichtbar war, kommt eben bei f immer noch das alte x raus. Jetzt zu Referenzen. Y ist jetzt mal Referenz 23. Und jetzt definiere ich g so ähnlich wie ich f definiert habe, nur mit Dereferenzierung. Wenn ich g auswerte, kommt 23 raus. Anstatt dass ich jetzt y neu definiere, mache ich eine Zuweisung, also ein Update der Referenz. Und jetzt ist das Ergebnis von g 42. Das heißt, ein Update nach der Definition der Funktion hat trotzdem noch Auswirkungen auf das Ergebnis der Funktion. Das ist der Unterschied zwischen einer Definition und einem Update. Das hier kann viel mehr beeinflussen als so eine einfache Definition und macht deswegen das Programmverständnis auch ein bisschen schwerer. Ja, Referenzen sind also so eine Art Zeiger auf den Inhalt. Und auch wenn man Referenzen als Argumente übergibt, dann hat man hier quasi den Inhalt, der 23 ist. Und dann hat man hier so einen Zeiger. Und das hier ist eigentlich das, was übergeben wird. Und nicht der Inhalt. Das heißt, eine Funktion, die das hier als Argument bekommt, die bekommt dann auch nur diesen Zeiger und nicht den Inhalt. Okay, also das nächste imperative Konzept sind Mutable Record Fields. Die sind was ganz Ähnliches wie die Referenzen. Kann man eigentlich schon hier an dieser Syntax sehen. Ein Record kann zum Beispiel sowas sein, per first, second, b. Und dann brauchen wir natürlich die Parameter. Relativ einfach. Jetzt kann so eine Komponente auch mutable sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, man kann es ändern. Ähnlich wie bei Referenzen, nur mit anderer Syntax. Definiere ich mal sowas. First gleich 10, second gleich 20. P ist also einfach ein Record. Und auf p.first kann ich so zugreifen wie immer, genau wie auf p.second. Und definieren kann ich es genauso wie ohne Mutable, nur dass jetzt Folgendes erlaubt ist. First wird zu 40. Ergebnis ist wieder vom Typ Unit, das heißt keine Informationen werden zurückgeliefert. Und jetzt ist p.first plötzlich 40, wo es vorher 10 war. Es hat sich einfach verändert. Und das ist imperativ. Nächste Datenstruktur, die imperativ ist, das Array. Ein Array ist im Prinzip eine Folge von
hintereinander liegenden Bytes im Arbeitsspeicher. Und im Arbeitsspeicher, also sagen wir mal so hier, hier einzelne Einheiten, die so und so viel Bytes lang sind. Alle gleich lang. Und im Arbeitsspeicher hat jedes Byte so eine Adresse. Und mit dieser Adresse, wenn man die hat, dann kann man auf das Array in konstanter Zeit zugreifen. Das heißt, Zugriff ist sehr schnell. Und auch wenn ich da was ändern will, geht das sehr schnell. Die einzigen Probleme sind, dass man erstens die Größe vorher kennen muss. Denn es kann ja sein, wenn der Arbeitsspeicher hier noch weitergeht, dass hier hinten irgendwas anderes liegt, wo das Array nicht beliebig reinschreiben darf. Und das heißt, man muss vorher die Grenzen wissen, damit der Compiler bzw. der Interpreter einen richtigen Abschnitt im Arbeitsspeicher raussuchen kann, wo das Array hineinpasst. Also man muss die Größe vorher kennen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Arrays kein Sharing erlauben. Wenn man sich Listen zum Beispiel vorstellt, hier eine Liste, mal so dargestellt, so, das hier ist die leere Liste und hier steht 2 und hier 1 vorne dran. Dann kann das hier x sein und y kann zum Beispiel 0, cons x sein. Also das hier ist so ein cons immer. Und dann muss man das nicht komplett kopieren, das x. Also man muss jetzt nicht hier noch das 1 und das... Sowas brauchen wir nicht, sondern man kann das x wiederverwenden. Wenn man das bei Arrays macht, so, dann hat man so ein zusammenhängendes Stück im Arbeitsspeicher, wo 1, 2, ja, die leere Liste braucht man da nicht, also wo nur 1 und 2 drin steht. Und b, wenn ich 0 vorne dran haben will, brauche ich halt ein neues Stück Arbeitsspeicher, was länger ist. Und dann muss man das rüber kopieren. Und dann kommt hier 1 und hier 2 hin, dann kann man vorne was hinzufügen. Also Sharing geht nicht so ohne weiteres. Sharing heißt teilen, das heißt verschiedene Werte teilen sich hier oben gleiche Bereiche im Arbeitsspeicher, beziehungsweise gleiche schon aufgebaute Werte. Das geht mit Arrays nicht so schön. So, für Arrays gibt es Spezialsyntax, ähnlich wie für Listen, nur ganz anders, haha. Einmal so eine Klammer auf, dann wie bei Listen die Werte und dann wieder so eine Klammer zu. Schon hat man ein Array. Definiere ich das mal. Wie greift man auf die Komponenten zu? Mit Indizierung. Und das sieht so aus. Wenn ich auf das erste Argument, auf das erste Element, also auf die 1 zugreifen will, muss ich mit 0 anfangen. Arrays sind 0 basiert. A.1, A.2 und so weiter, genauso wie man es erwartet. Und man kann die einzelnen Einträge jederzeit in konstanter Zeit verändern. Tja, es ist einfach vorne 42 drin. Arrays eignen sich zur Speicherung von Vektoren und Matrizen und sie werden halt benutzt, um Hash-Tabellen zu implementieren. Das werde ich jetzt hier nicht weiter behandeln. Es gibt auch ein Modul Array. Da findet man einen Haufen nützliches Zeug. Zum Beispiel OffList und ToList. Da kann man Arrays in Listen verwandeln und umgekehrt.
Dann gibt es hier eine schöne Funktion init. Da gibt man eine Länge an und eine Funktion von int nach irgendwas und dann bekommt man ein Array zurück. Kann ich ja mal zeigen. Array.init, sagen wir 10. X wird abgebildet auf x mal x. Und dann bekommen wir die ersten 10 Quadratzahlen raus. Als Array. Dann gibt es Map für Arrays, Append und so weiter und so fort. Und was ich noch nicht gezeigt habe, ist, was passiert, wenn man einen zu großen Index angibt oder einen negativen. Dann gibt es eine Ausnahme, wer hätte es gedacht, Invalid Argument. Wenn man diesen Check, der da gemacht wird, also hier wird ja offensichtlich geprüft, ob der Index zu groß ist und je nachdem, ob er zu groß ist oder nicht, wird eine Exception geschmissen. Wenn man das nicht haben will, kann man unsafe get verwenden und dann darf man solche Fehler nicht machen, denn sonst gibt es einen kapitalen Fehler. Das zeige ich auch mal. Array.unsafe get. Also macht das bloß nicht zu Hause nach, da explodiert euer Rechner. Meiner ist ganz sicher der Rechner, aber euer nicht. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Dass das so lange gut geht. Ha! Jetzt habe ich ihn gekillt. Die Sache ist nämlich, dass man bei unsafe get einfach irgendwas ausliest, was im Arbeitsspeicher steht. Wo habe ich das hässliche Bildchen noch? Ja, genau. Also man liest erst hier, wo man lesen darf und dann hier und dann hier hinten, wo man nicht mehr lesen darf, wo irgendwas drinstehen kann, wovon keiner mehr weiß, was es eigentlich ist. Und wenn man ganz, ganz hinten ist irgendwo, hört dann der Speicher auf oder es fängt irgendein Speicher an, der nicht mehr zum Programm gehört. Und dann gibt es ein Segmentation Fault. Und wer schon mal C oder C++ geschrieben hat, der kennt diese Segmentation Faults sehr gut und die sind mit ein Grund, warum ich möglichst nicht mehr C oder C++ schreiben will. Ja, wenn man sowas bekommt, dann findet man die Fehler nur schwer. Ja, wie gesagt, das passiert, wenn man unsafe get benutzt. Ich bin überrascht, dass das bei so hohen Zahlen noch was zurückgegeben hat und nicht schon viel früher Segmentation Fault erzeugt hat. Okay, print endline ist eigentlich auch imperativ, denn es gibt irgendwas aus und gibt nichts zurück. Und das ist ein Seiteneffekt. Ausgabe und Eingabe sind Seiteneffekte. Man kann zwei Werte, wobei der erste vom Typ Unit ist, verknüpfen. Also man kann sagen, erst print endline foo, dann mit einem Semikolon, nur eins, print endline bar. Und die zwei sind für Eingabeende. Dann macht er erst das, was links von dem Semikolon steht. Er gibt foo aus. Und dann das, was rechts vom Semikolon steht, gibt bar aus. Der rechte Wert kann einen beliebigen Typ haben. Das heißt, print endline foo und dann 3. Dann ist ja das rechte nicht mehr vom Typ Unit, aber das funktioniert auch noch. Und dann ist das Ergebnis, also das Ergebnis, das was du hingeschrieben hast, ist vom Typ Int, hat den Wert 3. Das heißt, das rechte wird immer zum Ergebnis und das linke wird einfach nur ausgeführt. Mit so einem Semikolon kann man also endlich viele, aber eine feste Anzahl, muss man ja alles hinschreiben, miteinander verknüpfen von solchen Welttransformationen bzw. solche Anweisungen. Wenn man die beliebig oft wiederholen will, kann man Schleifen benutzen. Schleifen sind eine Alternative zur Rekursion und zwar eine Alternative, die man eher nicht benutzen sollte. Mache ich mal eine Vorschleife vor i gleich 1 zu 10. Das bedeutet so viel für alle i's
für alle ganzzahligen Is von 1 bis 10, also für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do, also tue irgendetwas. Println line string of int i. Done. Also die Konstrukte der Vorschleife sind for, dann der Variablename ist gleich untere Grenze, obere Grenze, do, dann kommt der Block der Anweisung, dann kommt done. Und dann macht er das, was hier drin steht, so oft, wie man es hier angegeben hat. Also von 1 bis 10 gibt er alle diese Zahlen aus. Hätte man auch mit Rekursion erreichen können. Die nächste Schleife ist die While-Schleife. Ich zeige nur die For- und die While-Schleife. Mehr Schleifen kenne ich auch nicht in OCaml. Und da muss ich mir schon überlegen, wie es geht. Man braucht eine Bedingung. Und ich mache mal eine Referenz. Let r gleich ref 0. Und jetzt while r kleiner 10 do. Also das Schlüsselwort ist hier while. Das hier ist die Dereferenzierung, das heißt, man greift auf den Inhalt von R zu. Und jetzt kann man hier in dem Block zwischen do und done Anweisungen schreiben. Zum Beispiel kann man R erhöhen. R wird jetzt zu R plus 1, also es wird größer gemacht. Und dann print endline bla done. Dann müsste er jetzt 10 mal bla ausgeben und in jedem Schritt R erhöhen, bis es die 10 erreicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stimmt, genau. Schleifen sind fast immer eine dumme Idee. Wozu sollen die auch gut sein, wenn man schon Rekursion kennt? Ja, mehr fällt mir zu Schleifen nicht ein. Zum Schluss noch die Klassen. Klassen sind fast wie Records. Man kann sie definieren mit dem Schlüsselwort class, foo gleich und dann schreibt man alles zwischen object und end. Da kann man Werte reinpacken, x gleich 10 oder mal 9 zur Abwechslung. Darauf kann man jetzt aber nicht so ohne weiteres zugreifen, sondern man muss Objekte erstellen von diesem Typ. Denn foo, was übrigens am Anfang klein geschrieben werden muss, Klassen müssen immer klein geschrieben werden am Anfang, foo ist jetzt ein Typ und einen Wert von diesem Typ können wir erzeugen mit new. F gleich new foo. Und können wir jetzt auf x zugreifen? Nein, geht wieder nicht. Ist nämlich kein Record, ist eine Klasse. Und eine Klasse hat nicht nur solche Werte hier, die in der objektorientierten Programmierung auch Attribute genannt werden, sondern eine Klasse kann auch Methoden haben. Method getX und es gibt x zurück. Und jetzt kann man mit getX das x bekommen. Wow, wie praktisch. Man muss erst eine Funktion schreiben, um auf einen Wert zuzugreifen. Tja. Okay, was wirklich praktisch ist an Klassen, ist, dass man vererben kann. Das heißt, man kann Methoden, die man einmal geschrieben hat, wie die hier, wiederverwenden. Zum Beispiel mit einer weiteren Klasse bar, object inherit foo. Inherit heißt Erbe von. Das heißt, wir schreiben eine Klasse, die von foo alles erbt, was sie hat. Und dann können wir da noch eine weitere Methode hinzufügen, zum Beispiel set x, y. Dann wird x zu y
was nicht geht, weil ich das Mutable vergessen habe. Würde mir gleich sagen. Genau. Definiere ich das einfach mal neu. Mutable x. Jetzt haben wir das bar. Und wie man sieht, durch dieses inherit foo ist in unseren Objekttyp das x gekommen und das getx und das setx habe ich jetzt noch dazu geschrieben. Und jetzt kann man bar benutzen. setx 3 f getx. Um auf Methoden zuzugreifen, benutzen wir immer das Raute-Symbol. So, jetzt habe ich gezeigt, wie man Klassen definiert. Wenn man eine Funktion g von c schreibt und da eine Methode benutzt, wie getx, dann bekommt g einen ziemlich komischen Typ. Das hier ist der Argumenttyp, das ist das Ergebnis. Und diese größer und kleiner Zeichen sollte man wie Klammern lesen, die Klammern nämlich das hier ein. Und da drin stehen alle Methoden mit allen Ergebnistypen drin, die ein Objekt haben muss, damit es diesen Typ hat. Und Punkt, Punkt heißt, da können noch beliebige andere Methoden dabei sein. Also in g könnten wir jetzt ein Objekt vom Typ foo reinschmeißen, denn das hat die Methode getx. Und wir könnten ein Objekt bar reinschmeißen, denn das hat auch getx. Kein Wunder, weil es geerbt hat. Aber wir könnten auch class foobar schreiben und da nur die Methode getx gleich 42 reinschreiben, ohne dass es überhaupt einen Wert drin hat, sondern einfach nur, zack, das ist das, was ich haben will. Das könnten wir da auch reinschmeißen. Also let fb gleich u foobar gfb. Funktioniert. Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zur imperativen Programmierung. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das nicht gerade alles so schön. Es gibt aber ein paar Gründe, warum man sich darauf einlassen kann bzw. muss. Erstens, imperative Programmierung ist manchmal richtig viel schneller als funktionale Programmierung. Zum Beispiel Unifikation, falls das irgendwem was sagt. Unifikation dafür kann man einen Linearzeitalgorithmus schreiben, imperativ. Und funktional ist mir kein Algorithmus bekannt, der in linearer Zeit läuft. Auch so Sachen wie Arrays bringen einem richtig Geschwindigkeit, wenn man mit Matrizen rechnet zum Beispiel. Wenn man dafür funktionale Listen benutzen würde, würde das alles sehr viel länger dauern. Das zeige ich vielleicht irgendwann mal, wie man Matrizen implementiert. Ein weiterer Grund für imperative Programmierung sind die Bibliotheken. Es gibt nämlich wahnsinnig viele Bibliotheken auf der Welt und die meisten davon sind imperativ. Zum Beispiel OpenGL, SDL, diverse grafische Oberflächenbibliotheken wie GTK oder Qt oder wie sie alle heißen. Alles imperativ. Und wenn man sowas benutzen will, muss man vermutlich mit Klassen arbeiten. Es gibt aber auch eine Menge Gründe, warum man es sonst vermeiden sollte. Wie gesagt, da die Welt versteckt ist und nicht im Typ auftaucht, werden die Typen weit weniger aussagekräftig und helfen einem nicht mehr so viel beim Verständnis des Codes. Der Code bekommt auch eine kompliziertere Semantik. Es kann sich immer alles ändern. Man hat nicht mehr so viel Sicherheit durch die Typen, weil jede Funktion prinzipiell jederzeit eine Exception werfen kann. Und man muss im Kopf immer wissen, welche Funktion jetzt welche Exception werfen kann. Ja, also das Codeverständnis ist schwierig, da man im Prinzip die ganze Welt immer im Hinterkopf haben muss. Das Debugging wird auch schwierig, denn wenn ein Fehler auftritt,
dann ist er bei einem bestimmten Programmzustand aufgetreten. Und um den Fehler zu reproduzieren, muss man den gesamten Programmzustand wiederherstellen. Und das ist auch nicht gerade einfach. Da muss man sich durch Stack Traces durchwühlen und so weiter. Das führt nicht gerade dazu, dass der Code einfach zu debuggen ist. Also wie gesagt, imperative Programmierung nur dann, wenn man Geschwindigkeit braucht oder wenn die Bibliotheken es erzwingen. Ansonsten hilft es einem eigentlich immer, es zu vermeiden, weil dann der Code schöner wird. So, das war die Message des Tages zur imperativen Programmierung. Ich hoffe, das hat ein bisschen Einblick gegeben in die imperative Programmierung in OCaml, auch wenn es nicht sehr tiefschürfend war. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.